Ich bin Natascha Süverkrüpp, Geschäftsführerin vom Aposto Aachen. Ich finde es sehr spannend im Moment, dass das vegan, vegetarisch gerade bei der Jugend vermehrt zunimmt. Ich merke es bei meinen eigenen Kindern auch. Und das ist auch etwas, was sich bei uns, bei unseren Gästen widerspiegelt. Und es hat gerade so in den letzten anderthalb Jahren extrem stark zugenommen. Wir haben veganen Pizzaschmelz und unser Pizzateig ist vegan und dadurch haben wir jetzt schon die Möglichkeit oder hatten wir von Anfang an relativ viele Varianten, um eine Pizza auch vegan zu produzieren zu können. Und es wird immer mehr. Vor einer Weile, würde ich sagen, war es noch ein relativ spezieller Kern, ne, wo du gewusst hast, okay, die gehen so in die Richtung vegan, also wenn wir jetzt wirklich von vegan ausgehen. Heute ist das einfach komplett in allen Schichten angekommen. Dieses auf Fleisch zu verzichten, den Konsum runterzufahren, zu ersetzen durch andere Produkte, immer mehr, nicht mehr wegzudenken. Also wir sind da auch bei uns, auch bei der Karte dabei, das zu verändern. Wir haben Überlegungen, dass wir die Bolognese zum Beispiel komplett als vegane Variante herstellen, gar nicht mehr im Angebot mit Fleisch. Und faszinierend ist ja auch, du schmeckst ja auch keinen Unterschied mehr. Als Gastronom orientierst du dich an der Nachfrage der Gäste und entsprechend ist natürlich auch das, wo du das Geld verdienst. Und wenn die Nachfrage nach vegan da ist, dann muss ich mich da entsprechend als Gastronomin drauf einstellen und diese Wünsche erfüllen, weil ich damit mein Geld verdiene. Also zum Thema Trend, vegan als Trend, da bin ich der Meinung, das Thema ist durch. Das ist kein Trend mehr, das ist einfach eine Entwicklung, die bleiben wird und die auch noch stärker werden wird.